So. Zack. Hä? Hey ho, Minecraft-Freunde, willkommen wieder mal zu einer weiteren Folge von Minecraft Sky. Heute eine ganz, ganz besondere Folge, denn in der letzten Folge, ich muss mal kurz in die Mitte laufen. In der letzten Folge habe ich ja einen Performance-Test gemacht und habe geschaut, wie so meine FPS so überall sind, zum Beispiel in der Mitte oder bei meinem Grundstück. Zumindest hier zum Beispiel sieht man jetzt gerade so 40 FPS. Es hat sich schon mittlerweile hier wieder gebessert, es wurde auch einiges optimiert nochmal und daran geschraubt. Also 40 FPS ist ja schon mal besser. Es sieht einiges hier ganz, ganz anders aus. Oh, hier der MLG-Trainer. Wollen wir den mal machen? Ich glaube, zwischen Noob und Pro, das unterscheidet sich eigentlich kaum. Ich mach mal hier einen MLG, obwohl, dann verliere ich meine Sachen. Egal. Ich habe jetzt eh gerade nicht so wertvolle Sachen dabei. Komm, wir gehen mal hier hoch. Oh. Oh, das ist schon, okay, das ist schon der MLG-Trainer. Nochmal. Oh Gott. Ja, ich hab's geschafft. Jawohl. Nee, und dann habe ich ja bemerkt in der letzten Folge, Moment mal, mein Haus ist komplett weg. Alles, was ich hatte bis dahin, ist komplett weg. Und dann habt ihr mir in die Kommentare geschrieben und auch Benny hat mich kontaktiert, dass Benny damit etwas am Hut hat. So, und dann habe ich mir seine Folge angeschaut und habe nur gesehen, wie er hier alles in die Luft gejagt hat mit ganz viel TNT und mein ganzes Grundstück zerstört hat. So, das war natürlich erstmal ein Schockmoment. Nein, Quatsch. Also ich habe dann ja auch schon, also ich wurde ein wenig gespoilert durch die Kommentare. Ist ja ganz klar, dass dann direkt geschrieben wird, was Sache ist. Und auch Benny hat mich dann angeschrieben, was genau los gewesen ist. Und er hat mein Haus in die Luft gejagt, ja, also er hat es abgerissen und, aber wie gesagt, er hat mit sehr viel Mühe sich an ein neues Haus gesetzt. Für mich. Er hat mir einfach quasi ein Haus geschenkt, das auch viel weiter abliegt. Ihr wisst es wahrscheinlich ja eh schon. Auf jeden Fall liegt das Haus in der Nähe. Ich muss mal kurz gucken. Ich laufe gerade in die falsche Richtung, sehe ich. Das Haus liegt ein wenig abseits, damit ich dort viel mehr FPS halt einfach habe und dort in Ruhe weiterspielen kann, ohne dass ich hier immer Performance-Probleme habe, wie halt in der Mitte vom Spawn, sage ich schon. Wie halt hier am Spawn. Hier hatte ich ja immer sehr viele Performance-Probleme und hier war halt mein Haus. Und er hat sich gesagt, der Benny, der liebe Benny, jo, wir versetzen das Haus einfach mal, beziehungsweise bauen einfach mal ein ganz neues Haus. Einfach mal ein komplett neues. Und der, also sein Hausstil hat mir auf jeden Fall sehr zugesagt, also in welche Richtung das Haus geht. Hier seht ihr es auch schon. Ui. Und es ist noch gar nicht alles. Ich fühle mich so krass beschenkt, als ob ich Geburtstag hätte. Meine Güte, Gommes Grundstück steht hier. Leute, hier wohnen wir jetzt. Hier wohnen wir. Das ist mein neues Zuhause. Hier wohne ich. Ich habe schon hier. Meine Güte, es fühlt sich auf der einen Seite richtig cool an, richtig gut an, dass ich so ein tolles Geschenk bekommen habe. Benny, vielen Dank dafür. Auf der anderen Seite fühlt es sich so geschenkt an, wisst ihr? So, kann ich das annehmen? Kann ich das machen? Und das jetzt kommt das Größte noch, also es ist noch, also man sieht noch hier und da wird noch gebaut, aber Moment, wir haben hier einfach schon Maschinen und ganz viele verschiedene Items, die ich auch behalten darf. Guckt euch das mal an, ich habe hier so viele schöne Sachen, hier so einen Kobbelgenerator. Ich habe hier 1000 Maschinen, wo ich noch nicht genau weiß, was die alle machen. Auf jeden Fall, womit ich was anfangen kann, ist mit dieser Truhe was. Also die ist heftig. Was haben wir hier? 31 Diamanten, ganz viele Steine. Da sind, glaube ich, einige der Items noch drin von meinem alten Zuhause. Naja, und hier wohnen wir jetzt, Freunde. Hier wohnen wir in diesem schönen, modernen Haus. Ja, aber so ein wenig geht das auch in die Richtung von unserem alten Haus da drüben. Also so von der Schräge her. Auf jeden Fall mega schön. Es wird ja noch dran gebaut. So, aber jetzt ist wieder der Punkt. Womit mache ich jetzt weiter? Muss ich mal gucken hier. Aber hier hinten, das ist das Schöne. Wir machen mal den Performance-Test. Okay, ich hatte gestern noch mehr, aber es geht. 54 FPS, das reicht aus. Hier 70, ja gut, weil ich nach da hinten gucke. Guckt euch das mal an. Ach, und ich habe ja auch gerade noch Fraps an. Ah, ohne Aufnahme habe ich mehr. Hier habe ich auf jeden Fall genug Performance, um in Ruhe zu spielen. Ich mache mal aus Spaß einen Shader rein, okay? Ist ein wenig übertrieben. Obwohl, ich habe gerade gar keinen Optifine, oder? Oh, ich habe auch bei dem Render Distance. Ich mache mal alles so wie auf normal, okay? So, ja, das kann so bleiben. Shader sind nicht mehr drin. Egal. Haben wir halt keinen Shader. Aber wenn man mal guckt, Alter. Obwohl ich die Sichtweite gerade hochgestellt habe, habe ich immer noch gut FPS. Was haben wir hier denn für eine
Kartoffelfarm. Wer wohnt hier eigentlich? Ist das von den Buddies? Nee, oder? Wer wohnt denn hier? Aber die sind geil. Hallo, ich bin euer neuer Nachbar. Wer wohnt denn hier? Hier hat auch einer ordentlich Maschine. Ich schau mal eben vorne auf dem Schild. Ist das Spark? Nee. Kein Schild. Kein Schild am Start. Wer könnte das denn sein? Also hier, klar, das ist das Grundstück noch von den Buddies, okay? Stormy wohnt da drüben. Gucken wir mal eben bei Stormy vorbei. Und hier wohnt irgendwer anders. Und oh, unser Haus. So, bei Stormy sieht das mittlerweile auch schon ein bisschen größer aus. Vielleicht kannst du das gebrauchen. Grüße. Also echt, Betty ist hier echt ein netter Typ. Warte mal, ist das nicht so eine Truhe? Überall gibt's Geschenke. Und wir haben einfach mal ein Haus bekommen. Oh Mann. So, endlich weg aus der Leckzone da vorne. Endlich weg aus der Leckzone. Hier ist die Performance wieder am Start. Nur was mache ich denn mal als nächstes hier? Ah, Mann, ey. Was ist denn das Sinnvollste? Und was sind das? Ich muss mir noch mal eben angucken, was ich hier für Maschinen habe. Das ist ja wahrscheinlich. Wartet mal. Ich brauche mal eben schnell Essen, aber ich habe da vorne ja eine große Truhe. Wir haben hier Maschinen aus Ender.io. Ender.io, gut, okay. Ganz viel Ender.io, okay. Ja, dann muss ich mich wohl damit ein bisschen beschäftigen. Macht, denke ich, dann Sinn. So, eben mal hier ein wenig was aussortieren. Nahrung. Habe ich etwa keine? Doch, da noch 4 Karotten. Oh, doch, ganze 4 Karotten. Lecker. Oder auch nicht. So, da ist auch nichts mehr. Wir brauchen Nahrung. Wir hatten ja drüben sogar ein kleines Feld. Hier fehlt noch ein kleines Feld. Kann ich ja mal bauen. Ah, ne, hier. Oh, Fische ohne Ende. So, okay. Haben wir einen Ofen hier schon? Ist das irgendwo hier ein Ofen? Nee, ich kann damit auch gar nicht umgehen gerade. Pulver. Okay, wir brauchen nochmal eben schnell einen Ofen. Moment. Das ist natürlich gar kein Problem. Der Ofen ist am Start. Und Kohle, ja, haben wir auch. Ja, wunderbar. Läuft. So, dann müssen wir uns nur ein bisschen gedulden. Wie wird denn das Haus hier fortgesetzt? Also die Schräge verstehe ich, aber kommt dann hier auch so eine Schräge hin? Also wird das dann so... Moment, ich muss mir das nochmal von außen angucken. Ich kann mir noch nicht das fertige Haus gerade so richtig vorstellen, wie es dann aussieht. Aha. Das bleibt, glaube ich, bis dahin so und dann... Kommt da hinten nochmal irgendwie so eine Schräge. Das wird halt nochmal cool an der Stelle. Sehr, sehr cool. Nee, das Haus gefällt mir aber. Schön modern halt. Schön modern. Wer baut denn da hinten? Ah, das ist, glaube ich, Izzy und Dena, oder? Ja, ich glaube schon. So, hier, lecker Fische erstmal holen. So. Zack. Was ist... Warum kam hier gerade ein Feuerwerk? Hä? Ich habe doch nur den Fisch aus dem Ofen genommen. Ist das schon ein Feuerwerk wert? Und liegt das daran, weil ich alter Pyromane bin? Oder wieso? Kam hier gerade mal, das mach ich nochmal. Das wäre ja krass. Und liegt da, kommt das, wenn man ein Level irgendwie voll hat? Wartet mal. Wir gucken nochmal. Gleich habe ich ja Level 14. Hallo, ich brauche nochmal ein paar, okay. Der nächste Fisch, der bringt uns die benötigten Levelpunkte. Das wäre ja cool, das wusste ich noch gar nicht. Hä, warum kriege ich keine Levelpunkte mehr? Wartet mal. Dann schmelzen wir mal eben. Haben wir noch irgendwas, was wir einschmelzen können? Nee. Ja, wir könnten ganz normal kommen. Wir brauchen mal wirklich irgendwas, was uns Level bringt. Ich glaube, wenn man Koppel schmilzt, dann passiert da nichts. Warum kriege ich denn nichts? Warum kriege ich keine Levelpunkte? Warte mal. So, wir warten nochmal ab. Oder ich hole mir nochmal von... Wo kriege ich hier schnell mal ein Level her? Angeln? Nee. Das ist jetzt meine Mission hier. Wie kriege ich ein Level? Schnell voll. Klar, hier hat irgendwer bestimmt eine Monsterfarm. Die möchte ich aber nicht nutzen. Ich möchte hier bleiben. Ich möchte hier ein Feuerwerk haben. Wie jetzt gerade eben auch schon. Vielleicht geht das auch trotzdem. Nee. Da vorne war es doch immer. Oder nicht? Oder doch? Da hinten, jawohl.
Oh, Feuer. Jetzt nicht irgendwie runterfallen. Komm schon, ein Feuerwerk. Nochmal, komm. So, was könnte man denn mal machen als nächstes? Also, viele sind ja eh mehr auf... Also, gerade weniger habe ich das Gefühl auf... Die große... Ich höre schon Monster. Auf die große Technik aus, sondern mehr auf Action hier im Projekt. Das ist auch eher nach meinem Geschmack. Ich muss mal gucken, was da so übrig bleibt. Wo kriegt man denn hier Levelpunkte? Alter, das ist auch heftig hier, oder? Da vorne sind Zombies. Ich habe Zombies gefunden. Na komm schon, na endlich. Und kein Feuerwerk. Woher kommt das Feuerwerk? Woher kam das Feuerwerk vorhin? Merkwürdig. Habt ihr eine Idee? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten nochmal vielen Dank an Benny für das coole Grundstück. Hat mich mega gefreut, beziehungsweise ich bin gespannt, wie das fertig aussieht. Ich werde vielleicht auch offscreen mal ein wenig da mithelfen. Ich glaube auch, Benny hat schon ein Bild gezeigt bei seinem Video, wo er das angefangen hat, das Haus. Wie es dann später fertig aussieht, daran kann ich mich dann ja so ein wenig orientieren. Ansonsten, Alter, heftig, da ist einfach mal so ein Laufband, so ein Fließlaufband. Ja, da trainieren sie drauf, so ein Fließband ist da. Ja, aber ansonsten, ja, seht ihr, was jetzt Sache ist? Letzte Folge einfach noch habe ich mich gefragt, so, wo ist mein Haus? Diese Folge habe ich schon fast wie ein komplettes Haus. Richtig krass. Da vorne ist es, da sieht man es noch. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Haut rein, schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Video. Tschö mit Ö.